Viel Platz haben wir nimmer. Aber ich denke mal, 4 Bananchen könnte ich mir vielleicht noch stibitzen. Ja, ich weiß. Und eine Kokosnuss. Oh, eine Kokosnuss allein. Ja. Macht noch kein Frühling, aber. Der nimmt ja, glaube ich, auch Schlangen an. Jawohl, hervorragend. Und den Tequila können wir hier verkaufen. Die Blumen auch? Nein, die kauft er nicht. Schade eigentlich. Was haben wir denn noch? Tequila haben wir? Was wiegen die eigentlich? 5. Nein, 0,30 Gewicht. Was könnte ich dir? Habe ich sonst noch was? Tequila? Nee. Haben wir nichts mehr? Okay, es sind alle wieder im grünen Bereich, nehme ich mal an. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ja, bis auf natürlich CIA. Regierung ist neutral. Endlich. Jetzt können wir zum Polizeichef gehen. Das sind auch ganz fiese Gesellen. Sollte man eigentlich nicht für möglich halten, aber das sind wirklich die fiesesten unter den Leuten, die man hier kennt. Ne, Mafia, Guerilla, Regierung. Die Regierung ist die fieseste von allen. Bei denen können wir Missionen machen. Da stehen sogar mir die Haare zu Berge. Wenn das unsere Regierung macht, obwohl das machen sie ja auch. Ich verrate jetzt nicht, welche Mission. Ich sagte schon, wenn es soweit ist. Aufheben, was soll ich denn mit dem Müll? Ob die Mission als erstes kommt? Hallo, Hello, Captain! Captain. Ah, it's you, Gringo. Come Ah, on in, du sit bist and have es, a cup. Gringo. Komm rein! Jetzt, wo du schon mal da bist. Captain, meine Tochter hat als Journalistin hier gearbeitet und ist vor etwa einer Woche verschwunden. Sie heißt Lisa Miles. Kann ich eine Vermisstenanzeige aufgeben? Captain, Nein. my daughter was working as a journalist in your town and disappeared about a week ago. Her name is Lisa Myers. Can I file a report about her disappearance? No need to file a report. Nicht nötig, das hat der She works Verleger with schon O'Malley. erledigt. Wir haben diesen Fall jedoch noch nicht gelöst. Ich habe nicht genug Leute, um mit den ganzen Massenmördern fertig zu werden. Das kann schon mal eine längere Zeit dauern. Hast du vielleicht eine Vermutung, was ihr zugestoßen sein könnte? Could you at least take a guess at what might have happened to her? In this country, Hier, it's about naja, anything alles you can möglich. do. Some bandits could have blown Entweder ein their paar brains out, Banditen haben ihr maybe das they Hirn worked for the rausgeschossen, Nazis, maybe oder die some bandits Guerillas came haben back sie and als Geisel genommen, that's oder sie wurde von and that's Don just Esteban stupid. schwachsinnigen Söldnern gekidnappt und vergenusswurzelt. Die Polizei braucht keine Freiberufler, oder, Captain? The police don't need any freelancers. Now that Ja. is an interesting proposition, Was Gringo. für ein interessanter But Vorschlag, you Gringo. Du musst bloß eines wissen. Die Polizei greift nur dann auf Freiberufler zurück, wenn ihre eigenen Leute zu viel um die Ohren haben. Oder zu wenig in der Hose. Habe ich irgendwie das Gefühl. Das habe ich mir schon gedacht, Captain. Ich bin mir sicher, dass deine Freiberufler mehr verdienen als deine Festangestellten. That's what I thought, Captain. You pay mercenaries better than your own staff. You take Ah, du right packst by the horns, den don't Stier bei den Hörnern, was? you? Of course, Natürlich the ist risk is das high. Risiko groß. We'll work it out with Aber you, wir werden uns Captain. schon einig, Gringo. Natürlich, du kleiner schmieriger Arschlappen. Wann kann ich anfangen? Was soll ich als erstes tun? So, when can I get started? What's my first job? The first assignment Dein should be erster set up Auftrag wird ein Take a Kinderspiel. picture of our mayor Kein Kinderspiel für dich sein. Du suspicious character. fotografierst unseren Maybe just Bürgermeister, a couple. während er sich nachts That's mit fine. einem verdächtigen Kerl trifft. Gut, wir machen es so. Ich bin bald wieder da. I'll be back, sagt er jetzt, glaube ich. Okay, let's do it. I'll be back soon. Go Sag ahead. ich doch. Let's see what you can do. Ja. Ich komme wieder. Alles klar. Das ist dann die zweite Mission, die wir machen müssen. Fotografiere den Bürgermeister mit einer versteckten Kamera. Er wird nach Mitternacht am angegebenen Ort sein. Kehre zurück zum Polizeichef und lass doch bezahlen. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? 10:26 Uhr. Hallo? Mein Gott, wie kannst du mich nur so erschrecken? Du kleiner schmieriger Arschlappen, du.
Ach komm, pack mal Ding aus hier. Nee, Quatsch. Nee, hier. Drogen. Lass mal ein bisschen rennen, sputen. Wir müssen ins. Ich habe nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Wo soll es denn hingehen, wenn es so weitergeht? Früh ins Grab, würde ich mal sagen. Ja, komm, halt dein Maul. Kakerlaken, Ratten, Keller und so weiter. Eklige Matratze, ich weiß. Scheiße, es ist nicht nach Mitternacht, es ist Abend. Und es schifft schon wieder. Was sagt denn die Uhr? 18.37 Uhr, hallo? Oh. Ja, ich hab's. Jetzt müssten wir ungefähr zwei... Haben wir jetzt 2 Uhr? Oh, halb... Dreiviertel drei haben wir schon... Boah, ey, das ist zu spät, ey. Hallo, nach Mitternacht hat's geheißen, nicht früh. Hallo? Soll das? Sauerei? Ja. Wenn ich jetzt ein Auto hätte, könnte ich da hinfahren, aber nein... Meine arme Oma liegt immer noch da. Hat sich nichts geändert seit dem letzten Mal. Hier scheint eine Handgranate losgegangen zu sein oder ohne, ist hier ein schwarzer Fleck. Ist ja auch egal, wir gehen übrigens da lang. Wer ist denn das? CIA! Zu spät. Dem hätte ich gerne die Birne rausgeschossen. Hätte ich wenigstens was zum Fahren gehabt. Aber nein. Dann eben nicht. Gut, ja. Das Inventar ist das. Die Kamera brauche ich jetzt. Das Richtmikrofon legen wir hier rein. Brauche ich sonst nicht irgendwas? Die Pickles tun wir mal weg. Meine ich natürlich so und so. Was haben wir denn noch? Ein Bullhorn. Kann ich das eigentlich da rein? Oh. Hey. Testing. Testing. 1, 2. Habe ich eigentlich noch nie ausprobiert. Stop. Das ist ja geil. Wenn jetzt ein Auto vorbeifahren würde, könnte ich sagen, stopp. Polizeikontrolle, Führerschein und Fahrzeugpapiere. Ihre Schürzenkel sind offen. Pff. Erschossen, beim Schuhe zu binden. Tja, Pech gehabt, würde ich sagen. Testing, testing, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oder so ähnlich. 1, 2, 3. Dann packen wir mal das Ding hier weg. Ist eigentlich mein Indianerfreund? Ja, der steht immer noch. Psycho steht immer noch da. Oder wie heißt der? Der müsste eigentlich Psycho... Zivilist? Schuckler, Indio. Psycho, sag ich doch. Der hat übrigens nichts mit dem kleinen Bastard in der Bar zu tun, ne? Also das ist wieder ein anderer Indio. Indios sind eigentlich ganz nette Typen. Ne, da wollen wir nicht runter. Bin nicht lebensmüde. Naja, Indio, kein Bastard, Indio. So, meine Freunde, da oben ist der Bürgermeister. Ich sehe ihn schon. Zusammen mit so einem Gauner, so einem Schmierlappen, so einem Bandit, so einem Arschkriecher. Springen halt über den Bordstein hier, oder? Ganz vorsichtig, ganz, ganz leise. Psst. Ich gehe nochmal auf Nummer sicher. Moment mal. Leise. The
The SDK harvest should be pretty big thanks to this year's rains. Oh yeah, old Garcia was saying something about that. Everything's been calm around here. Ich verstehe kein Wort, was sie sagen, aber ist auch egal. In Bogota, without getting robbed or killed. Ist ja auch egal, passt schon. So, Autopilot an und Gas geben. Stop! Wer war das eigentlich? Ach Mann, ey. Die kündigen sich aber auch nicht an. Hey, guck, schau, Soul, ich fahr jetzt gerade an dir vorbei. Wie Ralf Schumacher hier auf dem Hockenheimring. Einfach mal kurz an mir vorbeigeblasen. Hallo? Was geht denn ab hier? Ob das auch bei Helikoptern geht? Hey, I'm gonna take out the helicopter now! Still making noises down there. Let's hey, shut him up for good. I'm gonna take out the helicopter now! Hey, I'm gonna take out the helicopter now! Ja, genau. Das ist eine Flüstertüte. Wie sie auch bei, ja, Banküberfall. Sie können jetzt rauskommen, nehmen Sie die Hände nach oben, dass wir sie sehen können. Ja, so ungefähr. Ergeben Sie sich! Stop! Sagt er eigentlich nichts anderes als Test, Test, Stop. Und ich übernehme jetzt den Helikopter. Testing, Testing, ja. One, two. Ja. Was macht er eigentlich, wenn ich jetzt hier Zivilisten... Testing, one, two. Testing, Testing, one, two. Nö. Das war's dann, glaube ich, auch. Testing, Testing, one, two. Das juckt doch den Vogel hier nicht. Hoppala. Ich meine natürlich die lahme Krähe, an der wir gerade vorbeigelaufen sind. Ein komischer Vogel trifft's nicht ganz, das ist eine lahme Krähe. Punkt. Ach Mann, oh. Stop! Na komm! Stop the car! Oh, das gibt's ja, das ist doch wohl so eine Inkompetenz. Also wirklich, ne, mal die Autos kriegt man angehalten hier. Das ist ja wohl der Witz des Jahrhunderts. Hier geht's rein. Gut, jetzt können wir den Bürgermeister erstmal zum Polizeipräsidenten hier. Servus, hier so, hier. Bei uns wächst das krass so hoch. Hier hast du deine Fotos, Captain. Das war ja kinderleicht. Here's your photos, Captain. Wasn't that hard a job? Well, would you look at that? Na, sieh mal einer an, du hast es getan. Wow, bitte, hier ist dein Geld. Wie wäre es mit noch einem Job? Natürlich. Wenn ich dafür mehr Geld bekomme, soll es mir recht sein. Was habe ich eigentlich gekriegt? Ach, so. Might do it if this next job pays better than the last. Erledige einfach nur deinen Job, dann wirst du schon sehen. Wenn du dem Bürgermeister diese Fotos zeigst, kannst du Klartext mit ihm reden. In letzter Zeit leidet er etwas an Gedächtnisschwund. Mach ihm klar, dass diese Fotos auf direkten Wege zu seinen Vorgesetzten gehen, wenn er nicht mit den Vollstreckungsbehörden zusammenarbeitet. Gut, ich werde mal Klartext mit ihm reden und ihm sagen, wie schwer es doch ist, ausgeschlagene Zähne vom Boden aufzusammeln, wenn man eine gebrochene Hand hat. Okay, I'll have a talk with him. I'll explain how hard it is to pick up shattered teeth off the ground when your hands are already broken. But be more careful when you talk. Du musst vorsichtig sein, wenn du mit ihm redest. Aber du darfst ihn nicht schlagen, ihr starken Jungs. Naja, es würde auch nicht gehen, wenn man kein Rückgrat mehr hat.